44 Schlagerinterpreten. Heißt ein Buch, das 1978 im Verlag VEB Lied der Zeit erschienen ist. Darin schreibt man über ihn. Indem Michael Hansen mit drei ausgebildeten Tänzerinnen des Fernsehballetts eine künstlerische Ehe einging, folgte er dem internationalen Trend, der Schlagerdarbietung mehr Show-Effekte zu geben. Und der Künstler selbst ergänzt seinerzeit: Mein Bemühen ist es, eigene Ausdrucksmöglichkeiten zu entwickeln und zu nutzen. Vielleicht wusste der spätere Musikproduzent und Komponist damals schon, dass sein Name noch lange nachhallen wird. Sing so wie wir, dann macht das Leben dir viel mehr Freude. Tanz so wie wir, ja, das macht froh und nicht erst seit heute. Jeder Tag kann voll Musik für uns sein. Wir haben uns kennengelernt 66, 67 als Klaus Schibilski und Dagmar Lietz-Schulz. So haben wir uns erste Mal gesehen, sind wir uns begegnet, und zwar im Rundfunk, da war Mikrofonprobe, Mikrofon vorsingen. Und da haben wir uns kennengelernt und haben dann anschließend auch sogar noch einen Schnaps zusammen getrunken. Ich kann nicht mehr sagen, ob es ein brauner oder ein weißer war. Und wir haben uns nie mehr aus den Augen verloren. Ich lass mir meine Liebe nicht nehmen, mich trinkt keine von dir. Weißt du nicht, dass heute das Glück beginnt? Ah, 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 la, 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 la. Weißt du, der Glück beim Wind? Ah, 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 la, 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 weißt du nicht, dass heute das Glück beginnt? Weil wir verabredet sind. Baby, komm tanzen, heute Abend zum Tanzen. Baby, komm doch, Baby, ich freu mich. Michael Hansen und die Nancys. War was Besonderes, weil zu der Zeit, mir fällt jetzt gar kein Sänger ein, der eine tänzerische Begleitung hatte. Und Micha, mit denen, der sich nur wirklich wie ein Holzstock ja bewegt hat auf der Bühne, und die Mädels haben das so wunderbar kaschiert, dass er sogar manchmal vernünftig den Schritt gemacht hat. Jahre kommen und eilen hin, Jahre, Abschied und Neubeginn, Jahre. Micha hat unheimlich vielseitig gearbeitet. Und das hat alles mit seiner Neugier zu tun, auch mit dem Leben umzugehen und sich zu verwirklichen in vielen verschiedenen Wegen. Und dann hat er uns ja alle weggehauen, als er mit der Säge anfing. Und dann setzt er sich eben einfach hin als Clown und spielt da und richtig prima. Also er hat super auf der Säge musiziert. Produziert selber mit mir, und ich habe bei dem Töne im Studio gesungen. Zu der Zeit hätte ich gar nicht gedacht, dass es geht, weil das wirklich Atmosphäre und mir in den Hals geschrieben, und ich komme aus dem Schwärmen gar nicht raus, weil wir wirklich eine unwiederbringliche Zeit miteinander hatten. Bis morgen so viel, und dann sag ich dir, dass ich dich so liebe und dass diese Welt den Stern noch erhält, die sonst ja so trübe. Und beim letzten Kuss gesteh ich dir vor deiner Wohnungstür. Ich freu mich ja so auf den nächsten Samstag um vier. Regen, Sommerregen. Vor der Stadt Regen, im Grünen sind wir. Und es regnet. Ich hab dich Regen, ganz nah bei mir. Und es regnet. Wunder.
wunderbar war, auch wenn wir bei ihm zu Hause vorm Kamin gesessen haben. Das sind auch Sachen, da hat man sich alles Mögliche erzählt und da wächst man ja immer noch mehr zusammen. Und ich glaube, alle, die mit ihm gearbeitet haben, alle, die ihn kannten, die sagen das Gleiche wie ich. Also er fehlt an allen Ecken und Kanten, nicht nur als Musiker und als Sänger, sondern auch als Mensch. Weil es war einfach einer der ganz wenigen, die wir verpasst hätten, wenn wir ihn nicht kennengelernt hätten.